Jena ist klimatisch in einer besonderen Situation. Gab es also eine ganze Reihe von stadtklimatischen Untersuchungen, die auch mit Profilmessfahrten verbunden waren. Aus diesen Projekten heraus hat sich dann ein neues Projekt für uns entwickelt, auf Straßenbahnen und Busse meteorologische Messtechnik durch das Stadtgebiet fahren zu lassen. In anderen Projekten ist es so, dass die ähnlichen Daten an den Straßenbahnen selbst aufgezeichnet werden und lokal gespeichert werden, sprich also von Mitarbeitern dann nach mehreren Wochen oder Monaten ausgelesen werden. Und wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass oftmals dann zu Datenausfällen kommt, man zu spät feststellt, dass die Stromversorgung zum Beispiel unterbrochen wurde oder ein Sensor ausgefallen ist. Ja, um sicherzustellen, dass wir einen stetigen Zugriff auf die Daten haben, hatten wir uns von Anfang an für eine Online-Datenübertragung entschieden. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur die Messdaten uns taggenau anzuschauen, sondern auch jederzeit zu sehen, ist die Akkukapazität noch in Ordnung, da unsere Zielstellung ist, komplett über das gesamte Jahr diese Anlagen laufen zu lassen. Wir haben zwei Straßenbahnen und einen Bus ausgestattet mit Messtechnik und einer Datenerfassung von der Firma Microtronics. Die fahren auf festen Routen entsprechend der Fahrpläne durch die Stadt Tag und Nacht, zeichnen Daten auf. Diese Daten werden zwischengespeichert in EasyV3-Module, die auf dem Dach oben mit der Sensorik angebracht sind. Diese Module zeichnen die Daten zwischenzeitlich auf und übertragen sie alle ca. 2 Stunden auf den Datenserver. Ja, durch die Mithilfe von Microtronics sind wir in der Situation, jetzt alle unsere Stationen auf einen Blick zu überwachen. Man kann sich dann reinzoomen zu den einzelnen Kunden oder Auftraggebern, wobei man 2 Dinge unterscheiden muss. Einerseits die mehr servicebezogenen Daten, sprich also Empfangsqualität, Batteriespannung, Solarversorgung und auf der anderen die Daten, die den Kunden interessieren, sprich also die aufgezeichneten Temperaturen und Feuchten. Neben der Sensorik zur Messung der Temperatur und Feuchte sind die Stationen ausgestattet mit einem GPS, um halt die konkreten Koordinaten und die Höhe in den Datensatz mit integrieren zu können. Und zum Zweiten haben wir eine Datenfernübertragung, die ist über GSM realisiert. Daher ist diese kleine Antenne hier zu sehen. Die Stromversorgung erfolgt solargestützt, sodass wir in die Elektrik überhaupt nicht eingreifen müssen, sondern nur eine rein mechanische Befestigung der Anlage auf dem Dach erfolgen muss.